und da habe ich gut gelernt, ne? Bühne frei. Ja, ich sehe schon, was manche von euch denken. Da kommt der Pressefuzzi, der Öffentlichkeitsarbeiter, und behauptet, er mache Forschung. Ja, ist aber wirklich so. Ich kann nämlich sagen, dass es Forschung ist, was ich mache. Man erkennt Forschung ja daran zum Beispiel, dass es immer akademische Aufsätze haben, einen griffigen Titel, der schon alles sagt. Und das ist das eine Kriterium für Forschung. Das zweite Kriterium, es geht um Grundlegendes. Wir machen Grundlagenforschung am Wissenschaftszentrum Berlin. Und was ist wichtiger, grundlegender als Verständlichkeit von Texten? Das dritte, letzte Kriterium ist, man muss die Quellen offenlegen, die man nutzt. Und meine Forschung ist empirisch und das heißt, man muss N nennen. Was ist die Grundeinheit, die man analysiert? Dann kann man nämlich auch sehen, ob die Ergebnisse dann valide sind, signifikant. Wir sprechen also heute über empirische Schreibforschung und es gibt einen normativen Teil, wo ich sage, wie man es besser machen kann. Mein N, das N1 ist 2100 Seiten, die ich seit 2005 redigiert habe und die veröffentlicht sind in den WZB-Mitteilungen, eine Zeitschrift, die alle 4 Monate erscheint, pünktlich natürlich. Und noch wichtiger ist aber N0, das ist nämlich das Ausgangsmaterial, 4000 Manuskriptseiten, Manuskripte, die ich also redigiert habe, damit die überhaupt in die Zeitschrift rein können, zusammen mit meinem Team. Sie sehen, das ist also nicht ohne Risiken und Nebenwirkungen, aber dem muss man sich stellen. Das ist der empirische Teil und jetzt kommen wir zum normativen Teil. Das ist also die Grundeinheit. Diese 4000 Seiten haben mich dazu gebracht, einige Regeln zu formulieren. Wir sprechen im Folgenden über Texte und wie sie gut werden können, wie sie besser werden können. Wir sprechen über Struktur von Texten, über Sätze und Wörter. Zunächst zur Struktur. Wir Alten haben das in der Schule gelernt. Ein guter Aufsatz sieht so aus. Einleitung, Hauptteil, Schluss. Ist einfach. Klingt einfach, ist aber ganz, ganz schwer. Wenn man nämlich die Texte bekommt, dann wird der Forschungsstand angerissen, dann wird Theorie, Methoden, das Projekt wird vorgestellt, die Fragestellung durch erleuchtet, beleuchtet, ein wenig Ergebnis, das Fazit der Einleitung und dann kommt der Knaller, noch ein kleiner Ausblick. Und dann ist es natürlich so, Ausblick, der fängt dann meistens an, im Folgenden werde ich, aber dann sind die schon eingeschlafen. Man sieht, was passiert, für den Hauptteil bleibt gar nichts übrig. Nein, wie ist es richtig? In einer Einleitung steht, was ist eigentlich die Frage und warum ist die wichtig? Ganz einfache Regel, einfach befolgen und schon steht eine gute Struktur. Kommen wir zu den Wörtern. Die Sätze zuerst. Die Sätze sind das große Problem und das kann ich demonstrieren an einem Beispiel. Ein Manuskript, das ich bekam, hatte einen guten ersten Satz. Sind starke Verfassungsgerichte gut für die Demokratie oder schlecht für die Demokratie? Guter erster Satz, aber dann. Bei Pilates heißt es jetzt vorbereitend tief einatmen. Ich muss eins weiterklicken. Während die Befürworter einer starken Verfassungsgerichtsbarkeit hervorheben, dass ohne funktionierende und sanktionierende Verfassungsgerichte Grund- und Bürgerrechte heute nicht so stark ausgestaltet wären, wie sie es sind, und diese Rechte ohne Schutz durch Verfassungsgerichte von demokratischen Mehrheiten regelmäßig missachtet würden, verweisen ihre Gegner darauf, dass die Verlagerung von Entscheidungsmacht von direkt gewählten Parlamenten auf bestenfalls indirekt gewählte Richterinnen und Richter demokratisches Regieren schwäche. Mit dem gestreiften Pulli. Können Sie das mal kurz wiederholen? Nein, das können Sie natürlich nicht, denn an diesem Satz gibt es doch das eine oder andere Problem. Man kann es grafisch darstellen. Hier ist ein Hauptsatz, der eigentlich gar kein richtiger Hauptsatz ist. Das Problem ist, davor kommen 39 Wörter Nebensatz und hinterher nochmal 19 Wörter Nebensatz. Das geht nicht. Man kann es auch so zeigen. Dauernd wird etwas angerissen, relativiert, verneint, wieder etwas darauf hingewiesen. Am Ende wird auch noch gegendert. Das geht nicht. Wie nennt man dieses Problem? Dieser Satz und viele Forschersätze haben das Omelette-Problem. Das Omelette-Problem ist folgendes. Wenn Sie ein Omelette machen, dann gibt es viele wunderbare Dinge, die man da reintun kann. Wenn man aber das Omelette aus der Pfanne hebt, dann sieht man überhaupt nicht, was drin ist. Und bei Gedanken ist das natürlich ein echter Nachteil. Also,
keine Omelettsätze mehr, sondern der Satz muss sein wie ein Pfeil. Das ist aber jetzt das falsche Dia, glaube ich. Also muss sein wie ein Pfeil. Man sieht den Ausgangspunkt, man kann den Lauf verfolgen und man sieht, wo der Satz endet. Wenn wir jetzt nämlich dann schauen, wie das sein kann, bei diesem Satz sieht man Folgendes. Befürworter einer starken Verfassungsgerichtsbarkeit betonen, gut funktionierende und sanktionsfähige Verfassungsgerichte gewährleisten den Schutz der Grund- und Bürgerrechte. Ohne diesen Schutz würden demokratische Mehrheiten regelmäßig die Rechte der Bürger missachten. Gegner starker Verfassungsgerichte argumentieren, die Machtverlagerung von direkt gewählten Parlamenten auf bestenfalls indirekt gewählte Gerichte schwäche die Demokratie. Das sind Pfeilsätze. Das waren die Sätze. Jetzt kommen wir zu den Wörtern. Es gibt natürlich Kategorien von Wörtern, die muss man unbedingt meiden. Mark Twain hatte also einen guten Rat für uns, einfach alles aus seinem Text rausnehmen, das nicht gut ist, also die falschen Wörter. Und was muss man damit machen? Man muss das einfach entsorgen. Weg damit mit all dem Müll. Und ich spreche hier jetzt über drei Müllkategorien. Pestwörter, böse Wörter und überflüssige Wörter. Das Pestwort unserer Zeit. Ich habe es heute schon ganz oft gehört. Das Pestwort unserer Zeit ist spannend. Ich höre es dauernd. Alles ist einfach spannend, wo die jungen Leute sagen, geil. Das finden wir dann nicht gut, sagen Erwachsene spannend. Spannend wird von heute an nicht mehr gebraucht. Nach dem Tatort oder nach dem Halbfinale von Champions League spielen. Sonst streichen wir spannend einfach aus dem Vokabular. Es gibt auch böse Wörter, richtig böse Wörter. Wir können Viktor Klemperer fragen, den großen Sprachanalytiker des Dritten Reichs, also der die Sprache des Dritten Reichs untersucht hat. Und der hat zum Beispiel gesagt, dass das Wort durchführen in der Nazizeit sich überall ausgebreitet hat in Deutschland und dass wir das aber nach 45 gar nicht losgeworden sind. Und das ist wirklich nicht gut. Das ist ein Wort für den Führerstaat, durchführen. Und ich habe eine kleine Übung entwickelt und das geht folgendermaßen. Sie wollen einen Projektantrag schreiben und wollen gerade schreiben durch und dann halten Sie inne. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind an einer Sendung von Guido Knopp. Sie wissen, der Historiker, Stellvertreter des Führers im öffentlichen rechtlichen Fernsehen. Und Sie spielen eine Hauptrolle. Sie stehen auf der Bühne in Nürnberg. Hunderttausende in Uniformen vor Ihnen. Sie stehen dort und alle warten auf Ihr Wort. Und Sie sagen, durchführen! Wenn Sie das jedes Mal machen, ich kann Ihnen garantieren, Sie werden nicht mehr so viel durchführen. Es gibt dann auch noch die Wörter, die einfach überflüssig sind. Schauen Sie mal nach, die Wörter auch gezielt und bewusst sind in aller Regel überflüssig. Einfach weg damit. Oder unter Forschern, Sozialforschern sehr beliebt, etwas stellt dar. Anstelle einfach des kurzen Wortes ist. Das ist ja kein Theater hier. Oder ganz furchtbar die Konstruktion sowohl als auch. Wo das einfache und es tut. Einfach weg damit. Mechanik ist auch oft gefragt. Das ist hier ein Prüfstand. Und Journalisten mögen das Wort natürlich. Die können ungefähr ein Drittel ihrer Überschriften können sie damit bestreiten. Dies auf dem Prüfstand, jenes auf dem Prüfstand. Einfach weg damit. Gerade wenn es um komplexe sozialwissenschaftliche Themen geht, um gesellschaftliche Prozesse. Prüfstand einfach weg damit. Soweit zu den Wörtern. Es gibt noch viele mehr Wörter, die weg müssen, aber das sind so einige Kategorien, die wichtig sind. Wir haben zum Schluss noch einen Gesundheitstipp. Ein Problem beim Schreiben ist ja, dass die Finger mal so kalt werden und dann schreibt man nicht gut. Da gibt es aber jetzt eine Lösung und zwar die Lösung kommt aus der Strickmode. Hier kann man sehen, dass man die Finger warm behält beim Schreiben und das tut wirklich gut. Es gibt jetzt ein etwas teureres Modell seit kurzem, das ist noch viel besser. Der sogenannte gestrickte Anti-Schawan-Anzug. Der große Vorteil, Sie können selbst nicht abgucken und niemand kann von Ihnen abgucken. Deswegen empfehlen wir das, Sie sind sicher auch dann in Ihrer Politikerkarriere. And in the end, we have, of course, an executive summary, since this is a very international stage. And there are three rules, the do's and don'ts. Be concise, avoid wordiness, and most important,
don't piss off your editor. Thank you.